Ja, natürlich. Ich denke, gerade so im jungen Alter, ja, ich war mit 9 Jahren wahrscheinlich dann das erste Mal hier und habe mir das auch von draußen angucken können. Wie gesagt, mit meinem Papa so ein bisschen verirrt und dann bei den Ultras gewesen und mit Bierdusche und allem drum und dran. Ja, also es hat sich schon eine Menge getan. Also gerade wenn man es auch gewohnt war, auf einer Baustelle zu spielen und das dann halt von Spiel zu Spiel auch sehen zu können, dass sich hier was tut, ist ein schönes Gefühl für einen. Ich glaube auch, dass die Ultras letztes Jahr nicht ganz so zufrieden sein konnten mit ihrer Unterkunft dort drüben auf der alten Tribüne. Und jetzt ist es natürlich eine Steigerung von 100%, würde ich schätzen. Man sagt ja so immer so schön, dass man im Tunnel ist, aber man bekommt das natürlich mit. Man merkt halt auch schon, dass man einfach so eine gewisse Power entwickeln kann zu Hause und dass man zu einer Heimmacht werden kann.